Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Hunter. Wir haben die neue Wachstrommel geholt auf den neuen Claim und einen neuen Bagger mit schon einer Schaufel gefüllt. Und jetzt geht's los, würde ich sagen. Wie war das nochmal? Ah, halt, die Wachstrommel. Die ist ja gar nicht an. Erhöht sich der Lärmpegel. Aber das. So. Wie mache ich in die Kamera, dass ich sehe, wo ich buddel? Wird ewig dauern, wenn ich so buddel. War das daneben oder was? Das lasse ich buddeln hier. Oh, eine größere Schaufel, größeren Bagger. Ja, das ist das Spannendste am Ganzen. Mit dem Bagger, das dauert halt immer ewig, den 3 Tage. Aber funktioniert wenigstens gut. Ja, da kann man nicht viel erzählen. Was soll ich erzählen? Heute bin ich nicht so gesprächig irgendwie. Morgen wieder in die Arbeit. Urlaub ist vorbei. Oh, ganze Wochenende arbeiten. Dauert ein Weilchen. Hey. Machen wir mal 10 Minuten fürs YouTube-Baggern. Dann machen wir Pause, bis der Cleanout kommt. Heute mit Waschtisch. Nichts drin. Man sieht nicht immer so, was drin ist oder nicht. Tap. Wir machen einen Kreis, einen Donut. Donut rütteln.
Soll mal einer berechnet haben, dass man 166 Schaufeln einfüllen muss, was 100% ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Tastatur. Hat er wieder zwischengespeichert, haben wir gleich geschockt. Hier nichts drin in der Ding. Rütteln uns die Finger rund. Warte mal. Sehe ich mehr, wo ich hinbaggere. Ah, daneben. Also Diesel verbrauchen wir für die Greta. Freut sie sich. Kann sie dann wieder sagen, bla 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 bla. Hallo miteinander. Ja, falscher Knopf. Ja, gespannt, wie der Cleanout hier ist. Wieder falscher Kopf. Bei dem neuen Claim mit der großen Waschanlage und Goldfisch. Die kleineren waren ja ein bisschen enttäuschend, aber es ging. Das Verhältnis ging schon.
Mal da mal kurz das Päuschen. So, da sind wir wieder. 100% ist voll. Gehen die Lampen jetzt ständig von dem Ding oder was? Die Funzen. Oh, Klian, wo ist die Schüssel? Hier. Dann. Weg mit dem Dreck. Rein in die Schüssel. Der Klian dauert auch schon wieder 3 Stunden, weil es 24 Matten ist schon viel. Aber ich bin gespannt. Jetzt kommt es gut. Oh Gott, ich habe nur einen Waschtisch. Das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich muss den anderen noch schnell holen. Mit 2 Waschtischen geht es dann doch schneller. Zumindest haben wir mal einen Haufen Dreck. In der Nachtschicht sind wir auch schon wieder drin. Okay, die ersten 12 haben wir schon mal. Ja, da geht was. Bin ja gespannt, was da dann drin ist, wie viel. Doch, das lohnt sich richtig. Dass das genau die Ecke ist, wo das Gold sich gesammelt hat am Berg. Weil ich glaube, dass das bei dem Spiel keine Auswirkung hat, wo du da buddelst. Nein. So, noch 4 Matten. Hier mal schieß. Ach, jetzt wieder fallen, ich Depp. Und die letzte. So. Okay, wo ist der Buggy? Den finde ich im Dunkeln jetzt nie. Wo habe ich den hingestellt? Einziges, was ich mit der Funzel sehe, ist gar nichts. Hey. Oh, da hinten kann ja bloß die Hütte sein bei dem Licht, oder? Hoffe ich jetzt mal. Oder was auch immer das war. Scheint Licht zu sein. Fragezeichen sind's. Alter, ich sehe gar nichts. Moment. Da ist das Ding. Ha! Schon haben wir Licht. Da ist die Hütte. Ich muss noch so einen zweiten Waschtisch mit, sonst dauert es ewig, ewig und 3 Tage. Es geht ja ganz schnell mit dem zweiten Waschtisch. Es geht ja rucki zucki. Ja, hier Jumping Jack Flash. Ja, läuft dann hin.
Er hat doch hier immer durchgepasst. Go, 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 go. Schneller. Dritter Gang los. Zack. Ja. Beim Schalten hat das nicht so. Der Buschi. Oh, zack, zack, schnell, schnell. Oh, falsch schon. Er hebt es halt nicht mehr hoch. Was macht er denn? So, jetzt halt ungefähr hier. Die sind gelb. Jetzt hier bei die Olga. Dann Lampe. Warum ist denn immer noch die Lampe an? Knöpfe. Ah, hier. So, gehen beide. Ja. Gut. Dann mal runterrattern das Zeug. Ist natürlich laut und dauert. 19 Minuten haben wir schon wieder rum. Wieso hat denn der da 8? Na, das täuscht. Schön wäre, wenn man da so die Goldspur sehen würde, gell? Aber wenn man hingeht, dann sieht man das Gestell unten. Ja, ein bisschen glitzert schon was, oder? Oder ist das so voll, ist das Wasser rein? Das dauert jetzt, das dauert. Aber der Lärm ist halt so übel. Ich stecke mich hinterm Auto. Wie laut das Ding ist. Wie weit geht denn das? Alter, hier hört man es immer noch ganz leise. Du brauchst einen Gehörschutz mit dem Teil, wenn du drin arbeitest.
Bin gerade nicht mehr gescheit. Prozent sind die Dinger schon voll. Der Brühe wird es schneller gehen, da die Geschichte. Hinten am Wasser da, hinten, da sieht man mal schön, wie ein bisschen Dreck immer mit reinfällt, gell? Blab, 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 blab. Goldtisch 3000. Jawohl, dein Goldtisch. Nicht seiner, sondern meiner. Ja. Na, dann machen wir bei YouTube wieder kurze Pause, sonst dauert das ewig. Also wie gesagt, ich wollte jetzt, hier der läuft schon. Da hinten haben wir noch 92%, das ist drinnen, weil der Ziegel voll ist. Hier schaufeln wir gerade noch rein. Ich brauche noch einen zweiten Ofen, sonst wird es halt nichts mehr. Ich wollte euch noch kurz zeigen, dass eine komplette 100%ige Waschtrommel schaffen zwei Waschtische schaffen das nicht, die gehen auf 100% und du brauchst mindestens zwei von den Schmelzöfen, sonst dauert alles noch länger. Ich werde mal schnell den anderen Ofen holen, dabei mache ich eine Pause, gell? So, da haben wir unseren zweiten, der ist nicht ganz voll, aber es waren noch mal pro Dingens, pro Becherchen waren es nochmal 42,8%, was der da noch voll wurde mit dem Restmaterial. Jetzt können wir nur noch abwarten.
Also alles zusammen hat es jetzt gedauert mit Baggern auf 100% und hier Waschding und alles und jetzt hier nochmal warten, das dauert locker 1,5 Stunden. Wie lange streame ich denn jetzt schon? Pass auf. 2 Stunden. Ich sag mal 1,5 Stunden und das dauert es. Und ist immer noch nicht fertig. Und ich versuche das in eine halbe Stunde Video reinzupacken. Jetzt haben wir 26 Minuten mit den Pausen dann. Dann warten wir mal den ab. Ja, das dauert ja noch mit 2, 3 Minuten, bis das auf 100 ist. 21, 22, 23, 24, 25, 5 Sekunden, 1%. Jetzt können wir abwarten, oder? Können wir, glaube ich, gerade so abwarten. Und dann der da dauert ja wieder mal 5 Minuten oder so. Aber wenigstens können wir mal schon mal einen machen. 100. Runter mit der Kurbel. Auf und da leuchtet schon uns an. Zack. Rein da. Oh, Baby. Oh, Baby. Jetzt wird spannend. Eben müssen wir da weiter nochmal Pause. Dann sehen wir den zweiten dann auch noch. Okay. Tink. Tink. Oh, jetzt bin ich gespannt. Enttäusche mich nicht. Letztes Mal hat man bei 50% bei dem anderen Claim 100 Unzen. Und hier. Was? Nur 72 Unzen. Ja, ist schon ein guter Clay, aber irgendwie ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da hatte ich bei dem anderen wesentlich mehr. Da hat er bei dem anderen mehr. Gut. Muss er den auch noch dazu zählen? Den muss man ja auch noch dazu ziehen. Was haben wir denn hier jetzt genau? 7206 haben wir jetzt. Ja? 7206. So. Da mache ich eine kurze Pause, aber wir haben nur noch 1 Minute. Ich mache kurze Pause, dann machen wir, wiegen wir das. So, der zweite Klunker von den 100%. Mal schauen, was der wiegt. Boah, ich schätze mal, wenn der andere 72 hatte, dann hat der vielleicht 30, 35. Enttäuschende 12. Alter, hat sich ja gar nicht. Also, da war der andere Claim, das war bei dem anderen Claim besser. Wo laufe ich ihn hin? Zumindest war die Erde nicht gut, so gut wie bei dem anderen. Ne? Da habe ich ja 20 Unzen mehr oder 15 Unzen mehr und habe nur die Hälfte Arbeit gemacht. So, das verkaufen wir gleich am Schwammerlkopf. Na gut, dass wir wieder Millionär sind. Aber 200.000, glaube ich, wären wir dafür nicht gekommen. Na, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Hoppala. Das Ding bewegt sich wie so hart zum Lenken. Fährt aber schneller wie der Truck, wie der Pickup-Truck. Einmal zu voll hier im Baum.
Gut, dass die Bäume noch nicht in Kollision stehen. So, naja, dann holen wir mal unsere Kohle ab für 2 Stunden, 1,5 Stunden Arbeit. Geht es eigentlich? Diesel, deswegen muss ich es verkaufen. Immer noch das kaputte Hemd, hä? Naja. Was sind es dann? 84, nochmal 5, sagen wir jetzt auf ganz grob. 162.000 Dollar. Vielen Dank für die Kohle. Tschak. Wegen dir bin ich kein Millionär, zu wenig gezahlt. Na dann war's das. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Lasst Likes, Kommentare und Abos da. Wenn ihr Abo da lasst, dann macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Ciao, ciao. Übrigens gibt es auch noch andere Videos bei mir.